Hallo und herzlich willkommen hier bei Pike 1988 zu einem weiteren besten Games aller Zeiten Stream. Ja, und diesmal, oder beziehungsweise heute, kommt das dritte CDI-Spiel dran. Und zwar Zelda's Adventure. Und da muss ich gleich im Vornherein noch eine Richtigstellung machen. Alle drei Spiele sind nicht gleichzeitig rausgekommen. Zelda's Adventure ist tatsächlich ein Jahr nach diesen beiden komischen Spielen rausgekommen. Und es sieht komplett anders aus als die anderen beiden Spiele, als die ersten beiden Spiele. Kein Comic-Look mehr, Top-Down-Perspektive und so weiter. Das sehen wir jetzt gleich. Es hat echt sehr lange für mich gedauert, dieses Spiel zum Laufen zu bringen, weil anders als in den anderen beiden Teilen gab es kein Remaster. Also musste ich die Ursprungsversion hernehmen. Und das zum Laufen zu bringen, war eine Qual. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich habe zuerst eine einfache Methode probiert. Das hat auch wunderbar funktioniert. Das Spiel ist gelaufen. Aber jedes Mal, wenn ich gestorben bin, hang sich das Spiel auf und ich muss es neu starten. Und der Startvorgang dauert schon an die 2 Minuten. Und ich dachte mir, ja, das macht keinen Sinn so. Das würde einfach viel zu lange dauern. Dann habe ich eine alternative Methode gefunden, mit der wir das Spiel spielen können. Es dauert zwar alles noch ein bisschen länger, aber immerhin wenn wir abkratzen, dann halt nicht, ist nicht gleich wieder alles, hängt nicht alles und dann läuft es nicht mehr, sondern es läuft dann ganz normal weiter. So, bevor wir aber zum Spiel kommen, noch kurz zur EM. Jetzt sind ja alle Gruppen durch und wir haben die Achtelfinals eingetütet. Die gestrigen Spiele waren ja noch Slowakei gegen Spanien mit 0-5, Schweden, Polen 3-2,
Portugal, Frankreich 2 zu 2, Deutschland, Ungarn 2 zu 2. Das hat nun folgende Konsequenzen. Spanien und Schweden sind weiter, Polen, Slowakei ist raus. Da ist ja auch kein Drittplatzierter, kein Bestdrittplatzierter mehr drin von denen, glaube ich. Polen war ja sowieso nicht in Ding und Slowakei auch nicht. Genau, da sind alle rausgeflogen, bis auf die zwei. Ja, und in der letzten Gruppe haben es Portugal, Frankreich und Deutschland geschafft und Ungarn ist raus. Ja, jetzt kommt es zu folgenden Achtelfinalpartien. Wir haben heute auch den ersten EM-freien Tag, weil das erste Spiel des Achtelfinals findet erst wieder am Samstag statt. Wir haben Belgien gegen Portugal, wir haben Italien gegen Österreich, wir haben Frankreich gegen die Schweiz, Kroatien gegen Spanien, Schweden gegen Ukraine, England gegen Deutschland, Niederlande gegen Tschechien und Wales gegen Dänemark. Ja, wenn man mal kurz noch ein Wort zu dem Spiel der Deutschen gestern verlieren möchte, kann man nur sagen, Glück gehabt. Also man hätte es auch den Ungarn durchaus verdientermaßen zusprechen können, dass sie dieses Match gewinnen aufgrund unserer stümperhaften Verteidigung und unserer absolut schlechten Offensivqualitäten. Was aber wieder an vielen einfach dran hängt, dass der gute Yogi einfach zu sehr an alte Leute hält. Ich verstehe halt, ich bin ein bekennender Gegner von Leroy Sané, weil ich finde, der hat absolut nichts, was ihn irgendwie qualifiziert, in der Nationalmannschaft zu spielen und den 90 Minuten auf dem Platz zu lassen, wo er doch so schlecht gespielt hat. Das verstehe ich nicht und bestärkt mich nur in meiner Meinung. Wie schlecht der Spieler eigentlich für die Nationalmannschaft ist. Und ich weiß auch nicht, was die Bayern an ihm haben. Ich sehe in dem keinen Topspieler. Aber gut, das ist halt nur meine Meinung. Die Spiele von ihm sprechen auch für sich, wie ich finde. Aber naja, ist egal. Wir haben uns mit Ach und Krach gerade noch in das Achtelfinale retten können. Wenn sie jetzt nicht einen Gang zulegen oder zwei oder drei Gänge, dann dauert es nicht mehr lang. Dann sind wir auch draußen. Das kann man, glaube ich, relativ gut so sagen. Aber das sei mal so jetzt mal dahingestellt. Wir gehen jetzt in das dritte und letzte Ziel, die Eizelder. Wie gesagt, keinen Schock bekommen. Das sieht um einiges anders das aus als die beiden vorherigen Spiele. Und ich hoffe, das klappt jetzt so, wie ich mir das vorstelle. Ich habe mir extra da eine BAT-Datei gemacht, um das Ganze zu starten. Mal schauen, ob das dann auch hier sichtbar ist. Dass das auch so läuft, wie ich mir das vorstelle. Wir werden es ja gleich sehen. Momentan geht's natürlich wieder nicht, obwohl ich es ja eigentlich richtig eingestellt habe. Es scrollt schon wieder hier. Was ist los? Warum lässt es nicht laufen? Einmal mal wieder probiert und schon geht's wieder nicht mehr. Ah, jetzt. Ich muss es nur nochmal neu starten. So, läuft das jetzt auch? Oder sie. Ah, da sieht man es sehr schön. Jetzt Miau, schauen wir uns miau, erstmal. miau, 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 And you gotta miau. withstand. Petey! Oh my! Canadian DC! Ja, vielen Dank für den Submina. Das ist jetzt schon das fünfte Monat. Heilige Scheiße. Und da haben wir den Canadian Destroyer von Petey Williams gesehen. Sehr schön. Fast ein halbes Jahr jetzt schon. Heiliges Mina.
Miauchen. Ja, was wollte ich jetzt noch zu dem Spiel sagen? Es ist völlig anders das als die anderen Zeldas, die anderen beiden Zeldas. Und wir können uns jetzt dann gleich die Zwischensequenz angucken. Und by the way, welches Ritual? Was? Welches Ritual? Hallo. Ach so, ja, natürlich. Hier gab es noch irgendwie die Möglichkeit, das da oben wegzumachen. Ich weiß nicht mehr wie. Nur noch kurz, das Spiel ist in Englisch, also es gibt da keine deutsche Version, die ich irgendwie gefunden habe. Es ist die europäische Version, aber die ist halt auch Englisch und ich glaube, es ist ziemlich leise. Aber da kann ich leider nichts dran ändern. Das ist einfach so vom Spiel her. Aber ich glaube, man muss nicht allzu viel erklären. Das ist ja immer dasselbe. Da es jetzt Zelda's Adventure heißt, geht es nochmal um Zelda. Also wir dürfen nochmal Zelda spielen. Und wir müssen, glaube ich, Link von Ganon befreien. Aber das sehen wir jetzt ja gleich. Also viel Spaß bei der ersten Zwischensequenz. Ich weiß nicht, ob es mehr gibt als eine. Ich hoffe ja. Jetzt müsste halt nur mal. Okay. In Stereo! Heilige Scheiße, ist das unglaublich! Boah, guckt euch diese Grafik an, es ist unglaublich! No more viewing tonight. The scroll of Shermak, bearer of sad news these many years ago. And so it was that Ganon, Lord of Darkness, had taken over Ptolemaic. He had stolen the treasured celestial signs and captured Link. A brave warrior would have to be found to face this evil monster. So I found this champion of strength and courage. It is you, Princess Zelda. With this magic pendant, go forth, and with each sign you gather, so too will you gain knowledge. Find your magic wand, use it wisely, and listen to your allies along the way. Go now, my princess. Restore the celestial signs and rescue Link. Ja, man hat für dieses Teil tatsächlich richtige Schauspieler hergenommen, vor digitalen Hintergründen. Und nicht, dass es jetzt falsch versteht, das, was man jetzt gerade gesehen hat, diese Dia-Show, die war tatsächlich so. Also es war jetzt kein flüssiges Bild, sondern es ist tatsächlich so, dass man da nur dieses Dia-Show sieht, weil die Technik anscheinend noch so begrenzt war, dass man, dass dieses Spiel vor digitalen Hintergründen noch sehr eingeschränkt war zur damaligen Zeit. Und das sah halt dann so aus. ja, wir können es uns nochmal antun. Oh, das wollte ich eigentlich noch gar nicht sagen. Also das sind jetzt nicht wir.
Wir müssen das wieder beenden. Der hat jetzt bloß gerade eine Demo gestartet. Das muss jetzt nicht sein. Ich habe schon einmal kurz gestartet, um zu schauen, ob alles läuft natürlich. Und ich werde jetzt natürlich das zweite anfangen. Aber mir kommt es irgendwie jetzt wieder so vor, als wäre die Ding wieder gelöscht worden. Oder das ist jetzt einfach bloß hier in der Ding am Anfang so, okay. Weil ich konnte ja Gott sei Dank noch die verdammt noch mal die die Steuerung ändern. Und die zweite soll dann das sein, was. So. Ja, das, meine lieben Leute, ist jetzt das Spiel. Es ist doch nicht. Ach doch, okay. Ja, dieses Geräusch, genau. Und das ist das Spiel, da hört dazu. Und man muss quasi immer den Screen rübergehen. Und ihr seht schon, wie lang dieser Wechsel dauert. So, wir haben uns jetzt unser Schwert aufgehoben, mit dem wir jetzt schlagen können. Wobei es hier als Wand bezeichnet wird, also als Zauberstab. Ich verstehe halt nicht, was daran ein Zauberstab ist. Für mich ist es ein Schwert, weil wenn wir natürlich auch ins Inventar gucken, das sieht nicht unbedingt aus wie ein Zauberstab. Das sieht für mich aus wie ein Schwert. Okay, wobei, man könnte es auch. Ja, gut, es sieht aus wie ein Zauberstab, okay. Aber damals die Leute zu verprügeln, macht nicht viel Sinn, glaube ich. So, und ja, bei jedem Screenwechsel dauert es halt ein gutes 5 Sekündchen, bis wir dann dort sind, wo wir hinwollen. Man muss sich das so vorstellen, dass die damaligen CD-Laufwerke. I am Shermak, your guide. I have known you since you were a child. You were given a difficult challenge. You will have to go far and overcome great danger. Stay calm and use your knowledge and strength to defeat your enemies. Remember what you learn along the way and persevere. Go now to the one who has a bed but never sleeps, where by its side the red willow weeps, and to its mouth that never speaks. Ja, leck mich. Die hatten damals nur eine einfache Geschwindigkeit, also einfach, einmal. Heutzutage haben die ja 40, 50, 60-fach, wenn man überhaupt noch ein CD-Laufwerk hat. Und ja, da sieht man dann schon den Unterschied. Und das dauert halt immer Ewigkeiten, bis halt eben der Raum aufgebaut wird. So, hier haben wir unsere ersten Gegner. Die werfen mit Bumerangs. Mit Bumerangs hin. Und ich versuche die jetzt hierher zu locken. Das kommt schon her. Ja, genau. Au, au, au. Das war so gut. Und ihr seht schon, wie beschissen. Jetzt hat er den Rubin. Wie beschissen wie das einfach alles aussieht und wie sich das spielt. Oh. Nein! Au! Ja, und jetzt bekommen wir dafür auch den Bumerang. Den Bumerang dürfen wir aber nur einsetzen, wenn wir Rubine haben. Denn jeder Wurf von einem Bumerang kostet einen Rubin. Ja, toll, Leute. Und sie macht das jedes Mal. Also sie benutzt den Bumerang selbst, wenn ich ihn nicht ausgerüstet habe, soweit ich das verstehe. Also wir verlieren kontinuierlich Rubine, wenn ich Rubine habe, wenn ich die Schlagtaste drücke, so wie ich das verstanden habe. Jetzt werden wir eh gleich das erste Mal sterben, da bin ich mir ziemlich sicher. Weil jetzt kommen dann gleich 5 Gegner auf einmal. Und ich meine, ihr seht, wie das hier abläuft, ja? Sie schlägt in eine Richtung. Und wenn 5 Gegner gleichzeitig auf mich drauf knallen,
Da könnt ihr euch vorstellen, wie das dann aussieht. Ich habe natürlich wieder eine Komplettlösung hier parat, weil ich will nicht hier ewig rumrennen bei jedem kleinen Bildschirm, wo jeder kleine Bildschirmausschnitt circa 5 bis 10 Sekunden dauert, bis er mal geladen hat. Das ist dann selbst für mich nicht ertragbar. Und ich versuche einfach nur schnellstmöglich durchzukommen, auch wenn das nicht gerade einfach sein wird. Ja, ich muss jetzt auf jeden Fall zum südöstlichen Stein von hier aus gesehen. Also den hier. Und von hier aus soll ich nach Osten gehen. Und da werde ich auch das erste Mal sterben. Viel weiter bin ich jetzt noch nicht gemacht. Also bis dahin bin ich schon mal hingegangen. Weiter bin ich nicht gegangen. Oh, doch nicht. Sie macht den doch nicht. Sofort. Das ist gut. Oh. Vor allen Dingen die werden mal schneller und mal langsamer. Das ist auch ein bisschen beschissen. Wenn die auf einmal ganz schnell sind und vorher immer ganz langsam. Okay. Wow, ich habe die zum ersten Mal gecleared, ohne zu sterben. In your way, your regular wand works best against them. Try to get them all together. Ja, bla bla bla. Head east again and you come across a rather dreary sight. There's an old woman. Oh, okay. Bin ich mal gespannt. Gehen wir mal nach Osten und schauen, ob da diese alte Frau ist, die hier mir versprochen wird. Young princess, please attend me. A traveler of kind intentions has found me at last. I am collapsed with thirst and dryness. Okay. Sie braucht also Wasser. Pick it up and make a journey to the northwestern hand. Okay, also wir sollen das jetzt aufnehmen hier. Und wir sollen ihr wahrscheinlich Wasser bringen. Und dazu müssen wir nordwestlich. Gott sei Dank respawnen die Gegner nicht. Sondern die bleiben tot. So, jetzt sind wir gleich am nordwestlichen Stein. Then head north or west, respectively, to an area with two more gorillas. Clear them out and then head north to the Andor River source, where stone dust forget. Nördlich, okay. Bin ich mal gespannt. Oh Gott! Hey, ich bin ja richtig gut jetzt dabei. Sterbt ihr Steine! So. Clear them out and then head north to the Andor River source, where the stone bust of Ganon. Hier ist aber keine Steinbüste von Ganon.
Gott. Hier schon wieder. Euch mag ich gar nicht. Hier mit euren scheiß Boomerangs. Oh, scheiße. Oh. Bist du dann hier? Ah, da ist sie. Okay. Equip the empty pitcher and use it. It will appear on the left side of the river full of fresh water. Okay. Dann müssen wir die jetzt quasi aus. Oder auch nicht aus. Rüste sie aus, habe ich gesagt. So. Und dann use it. Oh. Tada! Und schon haben wir eine volle Wasserflasche. Woohoo! So, und jetzt dürfen wir wieder zurückgehen. Oh Gott. Also ganz ehrlich, wenn ich dieses Spiel gekauft hätte, würde ich mich leicht verarscht fühlen. Wäre mir tatsächlich das Spiel lieber gewesen, nochmal in Comic-Grafik als, ja, das. Vor allen Dingen die Soundkulisse ist echt genial in diesem Spiel. Ach so. Hier, ich habe Wasser für dich. Nimm es. Oh, Entschuldigung. So, hier, ich habe Wasser für dich. Bless you, Princess. You have saved the life of a weary old woman. I offer you these treasures. Okay, das ist, was sie uns jetzt hier gegeben hat, ist der Vial of Wind. Das sorgt dafür, dass der Wind bläst, selbst wenn er nicht bläst. Das brauchen wir aber erst später. Und jetzt sollen wir mindestens 105 Rubine sammeln. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal ein paar Gegner plätten. Also gehen wir mal wohin, wo wir noch nicht waren. Oh Gott, Vögel! Vögel des Todes! Au! Ey! Und holen uns... Ja, Rubine. Mindestens 105. Steine! Nicht... Ja, ja, ja! Rubine, Rubine! Viele, viele Rubine! Yes! Gott. Die Soundkulisse ist herrlich. Ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Und ich hab's gerade mal... 30 Minuten fast gespielt. Nein, 30 Minuten. Oh, Steine! Übertrieben aber. Au! Ja, Rubine. Oh
my mango! Hi, Mango, what's this? This is Zelda's Adventure, Mango! It's the third CDI game! Yes, and it looks quite a little bit different than the other game. Remind me of E.T., the video game for time. Oh, Mango, this is way more 3D for E.T. Ah, da ist der tote Baum. Head to the right, clear out the four turn buttons and then go right again. Okay. Oh Gott. They are here, rolling rocks. Ah, du Mistsau. Der wollte mich umgehen. Haha, nichts da. Hallöchen, Sören! Oh, fair princess, pity a suffering creature exiled from Great Wimbish in the north. I ask only enough for a single meal for my children who hunger and are chilled by the wind. Okay, also wir sollen ihr jetzt Rubine schenken. Ja, Sören, alles fit. Ist zwar ein bisschen creepy, dieses Game, aber ansonsten alles gut. Und bei dir? So, wir müssen jetzt hier also Rubine schenken. You will be blessed a thousand times a thousand, fair princess. Und jetzt haben wir dafür den Firestorm-Spell bekommen. Der anscheinend relativ gut sein soll. Ich frage mich, ob der auch was kostet. Dann gehen wir mal ins, wie nennt sich das hier? The Moblin's Head Inn. Also des Moblins Kopf, ja. Inn. Welcome to the Moblin's Head Inn, my princess. You look dry. Have a cup of Andor cider on the house. Oh, danke. Ein Cider auf dem Haus. I have a spell of calm to sell, but it will cost you 100 rubies. Okay, wir sollen das also jetzt kaufen hier. Und wie hole ich mir das? Oh, jetzt regnet es gerade ein bisschen hier. Also ein bisschen. Wie kann ich das denn kaufen? Ich will die... Wow, wow! Okay, also der Zauberspruch kostet auch Geld. Okay. Ja, wie hole ich mir denn das? Equip... Achso, ich muss die Rupees equippen. Ach, okay. Ah, das ist... Warum? Hallo? Warum geht jetzt nichts mehr? Okay. Wir müssen uns alles immer erst nehmen. So, und jetzt? That is wise beyond your years. The spell of calm will help you when you need it most. Use it well. And look after yourself on the lonely plain of Andor. Okay.
With the 3 spells and 1 wand under our belt, it's time to talk to the residents of the Moblin set and start with the blue-dressed lady on the left side of the table. She gives you a saying and a riddle, both of which allude to the first shrine. Okay, dann ja, mach mal. You look like an honest maid. Sit a moment. It is said those who go deep into the earth learn to overcome the sins of greed. That may be true, but I do know this. A candle and a silver key can bring you bliss. Hurry on now, lass. Time's a wasting. So, jetzt sollen wir mit dem in Grau reden? Es ist ja wahrscheinlich sowieso egal, mit wem wir reden. I'm so exhausted from my travels. If only I'd known to cross the chasm rift with the ladder, it would have saved me months. Why spend a whole lifetime being defeated like me? Get it over with, quit, go home, give up. You're patient. I can see you're not one to surrender. All right, take this dagger from me. It may do you more service than it ever did me. Dankeschön. Bam. Und schon wieder ein Item. So, und dann wollen wir anscheinend zum ersten Schrein gehen. Also, anscheinend. ja. Ich nehme erstmal nur den normalen Stab erstmal wieder, ohne jetzt was zu. Jetzt müssen wir erstmal wieder zu unserem Ausgangspunkt zurück. Ach, dieses Spiel, ey. So, von hier aus müssen wir zum südwestlichen Stein. So, und dann zweimal nach Süden. Oh Gott, da sind sie wieder, die schrollenden Steine. Rolling Stones, ey! Gebt was her, ihr... Danke. Ihr Geizkriegen, ihr. Come here, bright young lady. I have a wonderful bargain for you. Take some Argum Herb for free. Then look around. There's plenty to buy. Ist ein bisschen teuer, habe ich das Gefühl. 500 für ein scheiß Schild und 100 Rubine für ein Schwert. Sag mal, geht's dir noch gut? Nee, ach, das ist eine Kerze, Entschuldigung. Und ein magisches Schild.
Okay, wir sollen schon wieder Leute töten, um mindestens 100 Rubine zu bekommen, um dieses Item zu holen. Das Problem ist halt, Gegner sind nicht überall. Ah, hier sind aber welche. Das ist gut. Komm her. Komm her. Kommt her, ihr Vögel. Ja, danke. Au. 43. Wenigstens sind die einiges wert. Nein. Gebt mir Rubine. Ich brauche 100 davon. Oh Gott, was seid ihr denn? Ihr seid Schweine. Oh Gott, warum sind die einmal erst zu langsam und dann so schnell? Gebt was her, verdammte Scheiße, ich brauche Rubine. Gott. Ja, das schüttet ein bisschen bei uns. Aber nur ein bisschen. Okay, es schüttet ein bisschen mehr als nur ein bisschen. Oh, Hallöchen, was seid ihr denn? Gott, ihr seht auch wieder so komisch aus. Was seid ihr denn? Oh Gott. Oh Gott. Danke. Jawohl. Her damit. Naja, das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Oh, dieses Spiel. Ich weiß nicht. Es macht mich psychisch fertig. Nur ein Vogel. Nee, da ist noch einer. Oh, nicht ein Herz. Ich brauche kein Herz, ich brauche Rubine. Danke. Okay, ja. Das ist das Problem. Ich hätte doch das andere spielen sollen, wo der Screenwechsel schneller geht. Aber wo ich dann beim Sterben sich aufhängt. Ich glaube, das geht insgesamt schneller als das hier. Ja. Ja, Rubine. Verdammt, Rubine. Ich brauche noch welche. Jetzt kommt schon. Oh, hier. Wow. Wow, 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 wow. Nein! Ich bin tot. Und es geht weiter. Ja, warum? Ihr lebt ja wieder. Also, da respawnen sie dann schon. Okay, wenn die dann da wieder respawnen. Ja.
Okay, ich war jetzt zu überrascht. Aber das ist eigentlich nicht verkehrt, weil dann können wir uns wieder Rubine holen vor den etwas einfacheren Gegnern. Also so wird dir Farmen eigentlich relativ leicht gemacht. Du sollst dich einfach nur einmal umbringen lassen und dann halt wieder Rubine farmen, wieder umbringen lassen, Rubine farmen und so weiter und so fort. Das ist eigentlich an sich kein Problem. Vöglein, komm her. Sollst herkommen. Danke. So, genug Geld für die Kerze haben wir jetzt. Hier, ich nehme die. That was a wise purchase, young princess. Don't worry about the candle being a one-time purchase from the store, but the life potion restocked themselves upon their usage. Now it's time to get the letter mentioned by the Extol's traveler. Fortunately, it's only 2 screens south of the organ store. Okay, wir gehen also das erste Mal nach Süden. Ah! Ich hatte keine Waffe mehr ausgerüstet. Yay! Okay, so. Oh, herrlich. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe es. Es ist so schön. Die Grafiken, die Sounds, das Gameplay. Es ist hervorragend. Alarm, Alarm. Oh, nein! Vielleicht war es doch gut, lieber die Version zu spielen.
wenn halt zwei Gegner von zwei Seiten kommen, ist das halt echt scheiße. Aber ich glaube, ich nehme jetzt auf den Fire Spell, dann können die mich mal am Arsch lecken. Wie wär's mal, wenn ihr mal wieder Rubine fallen lasst? Dankeschön. Weil sonst kriege ich das wahrscheinlich gar nicht hin hier. Also von den drei Zeldas, ja, ist das auf jeden Fall das Lustloseste. Weil die anderen hatten wenigstens, die waren wenigstens noch witzig, aber das ist halt, da ist halt nichts Witziges dran in diesem Spiel. Es ist trocken, es ist langweilig, es ist scheiße. Kapiert er gar nicht. Oh, toller Zauber ist das. Sehr gut. Okay. Hide in the entryway and keep swinging that. Any that come close shouldn't be able to flank you there. If you're in trouble, head back north to the store on trees on the foliage. Travel south again and you'll be greeted by a tree with a ladder. Okay. Ha, Leiter! Okay. Grab it and then head to the east to take on your second and last group of Loblins. Use the same strategy as you used to deal with the first group. Ja. Ja, ich meine, die Feuerbälle, die helfen, sie halt zurückzuschlagen, aber das nützt mir nicht wirklich was. Vor allen Dingen kostet es mich halt nur Rubine. Ich versuch's jetzt nur mal mit dem Ding. Halt wirklich hier nur so, dass die mich nicht ein. Ja, da kann er mich tatsächlich. Kommt schon her. There are only two moblins, but once you get hit, head south and you will be by two tiers. Du, dann gehen wir nach Süden. Oh Gott, Spinnen! Spinne tot. So. You might have noticed that there's no an exit to the right. Okay. Close, Princess, I'll tell you a great secret. Ja, hallöchen Kitty. Ja, Trash Zelda Teil 3, bitte.
Und ja, das ist der letzte Trash-Zelda-Teil. Mehr gibt's nicht mehr. Haha. Dann hören wir mal, was die Alte zu sagen hat. Whisper, trust no one with hair. Don't even trust me. I've stolen one of your lives. Ja, das habe ich mitbekommen. Danke. Darf ich sie schlagen tatsächlich? Naja, mehr oder weniger. Böse Frau oder so. Ja, dann gehen wir wieder zurück nach Westen. Und wieder nach Süden. Komm her! Spricht da Mark von den Simpsons aus der ersten Staffel? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, das darfst du mich nicht fragen. Ich weiß ja nicht, wie die englische Sprecherin, wie gut die da dran ist. Keine Ahnung. Also noch mal einmal nach Süden müssen wir. Okay. Oh Gott, noch mehr Spinnen. Ah, nein, nein, nicht. Oh Gott. Warum könnt ihr jetzt keine Leben mehr geben, ey, ihr blöden Mistviecher? Clear them out like normal and then head south one last time. Oh, der rote Baum. Welcher von den beiden wird uns nun zum Schrein begleiten? Ja. Well, if you have if you've exploded the vision hand, you might have noticed that the symbol on the northern entrance matches the symbol on the northern hand stone. And you'd right, entering the cave will take you to the shrine. The other entrance leads to a small cavern containing a lone tactic. If you kill it, five more tactics will spawn in the central area. This ambush will likely overwhelm you and kill you unless you get lucky for spam firestorm. Ja, dann würde ich mal sagen, wir gehen tatsächlich nach Norden. Beware the evils of greed. Act quickly. Think on your feet, and you will be rewarded. Okay, dann gehen wir einmal nach nach Osten. Do not come in here. You're not wanted. I am Lord, and this is my shrine, all mine. Und ein Loch. Mhm.
Jetzt brauchen wir auf jeden Fall die Leiter. Bam. Oh, ich muss meine Waffe ausrüsten, fällt mir gerade ein. Nee, meine Waffe. Ja, meine Waffe ist richtig gut. Dann ist ja kein. Mein Internet ist nicht böse, Mina. Part of a huge foreground cave structure that obscures the bottom of the screen and different heights detected. We've managed them prone. Once they cleared out, head to the right once again. Hui. Kommt her, ihr komischen Viecher, ihr. Herzchen! Oh. Ja. Na, passt schon. Ja. Ja. Na, ich mag beides nicht. Doch, schon. Nein, mag Gorgonzola und Meeresfrüchte mag ich nicht, aber ich mag die zwei Pizzen. Ich mag. Oh. Jetzt habe ich Escape gedrückt. Scheiße, verdammt nochmal. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit dem Speichern da aussieht oder was da gespeichert wird. Ich habe keine Ahnung. Gar nicht. Also ich sag's mal so, Leute. Nein. Nein. Einfach nur nein. Ja, natürlich alles weg, Mina. Ich bin wieder. Es geht wieder von null los. Und nein. Also, nein. Nein, nein, nein. Ich meine, wenn es sich halbwegs flüssig steuern lassen würde, würde ich sagen, okay, ich mach's nochmal. Aber da jeder Screenwechsel gefühlt 10 Sekunden dauert, habe ich darauf absolut keinen Bock, das nochmal jetzt durchzukauen. Bis dahin. Also machen wir es so, wie wir es schon kennen.
Ich zeige euch ein Video von den Cutscenes, die es in dem Spiel gibt, und dann ist, weil ich möchte, also nein. Soweit ich das aber auch sehe, gibt es keine deutschen Cutscenes. Ja, bei uns zieht gerade ein Unwetter drüber. Tut mir leid. Kann auch nichts dafür. Dann gucken wir uns jetzt. Also es gibt insgesamt 7 Minuten 30 Cutscenes. Wir kennen die erste Cutscene schon, die war ja schon das 2 Minuten lang. Also da wird nicht viel kommen danach, schätze ich mal. Ja. Neues Trash Game, nee, Kitty, weil wir sind mit Crash Games jetzt so, sozusagen durch. Also diese drei CDI-Zeldas, das waren ja eigentlich die schlimmsten Zeldas, die es gab. Dann gucken wir uns das Ganze jetzt mal noch auf YouTube an, also die Zwischensequenzen dieses tollen Spiels, weil das Spiel selbst habt ihr ja gesehen, wie es aussieht. Ich habe es euch gezeigt, es muss reichen. Mehr will ich davon auch gar nicht zeigen. Schlimm genug, ehrlich gesagt. Okay, dann schauen wir uns mal die 7 Minuten Zwischensequenzen von diesem tollen Spiel an. There will be no more viewing tonight. The scroll of Shermak, bearer of sad news these many years ago. And so it was that Ganon, Lord of Darkness, had taken over Tolemaq. He had stolen the treasured celestial signs and captured Link. A brave warrior would have to be found to face this evil monster. And so I found this champion of strength and courage. It is you, Princess Zelda. With this magic pendant, go forth, and with each sign you gather, so too will you gain knowledge. Find your magic wand, use it wisely, and listen to your allies along the way. Go now, my princess, restore the celestial signs and rescue Link. Congratulations, Zelda. You have prevailed. Hurry now. You must travel to a place of festival. Rumor tells it is found near the great forest to the north. And remember, all is not what it seems. Sweet victory, but your journey has barely begun, my child. Beware of dangerous waters that await you, and watch for the mists high in the mountains.
were a brave princess indeed. Your quest continues to the northwest, to a place of burial where destiny can be challenged. Remember, nothing is written, Zelda. You alone control your fate, no matter how loud the voices of doom may be. Bravo! Once again, you have proven you are worthy of your quest. Hurry now. Waters of healing and renewal await you. Remember to look for the great sea island to the south. Overcome great trials, but evil still looms over Tolamac, Zelda. Stay true to your journey, for it will bring you closer to young Link, who lies captive to Ganon. I hear tell of a vast fortress of strength and power. Go forward bravely, and you will be victorious. Shout of triumph in the teeth of the impossible. You are drawing close, but your journey will carry you far to the northwest, where many say there's a rumble in the earth and a glow of fire. Zelda, life is always one order more horrifying than you expect. The great evil Ganon spoiled your victory. Make haste. Do not let him out of your sight. Princess Zelda, you've succeeded. Your victory has brought peace and light back to Tolamac. Your courage and strength will not be forgotten. For now, your work is done. Off you go to celebrate Link's return. But first, remember, lessons of the heart, mercy, and human kindness prevail. Above all else, farewell, young princess. Das war das Spiel in kurz Auflösung. Toll. Applaus für die schauspielerischen Leistungen. Applaus für dieses wundervolle Spiel, das wirklich keiner braucht. Und das nächste Mal bei Zelda fangen wir dann mit dem Spiel an,
dass zumindest laut Metacritic das beste Spiel aller Zeiten ist, und zwar Ocarina of Time. Ja, Mina, richtig, der Held der Steine, den gucke ich mir immer mal wieder ganz gerne an. Aber ich muss neu laden, Moment. Jetzt ist halt die Frage, ob wir noch irgendwas anderes anfangen zu spielen oder ob wir es für heute gut sein lassen. Also Ocarina of Time kann ich heute nicht mehr anfangen, weil ich habe das Spiel noch nicht da. Das muss ich mir erst noch holen. Ja, ansonsten bleibt eben nur Persona oder GTA San Andreas übrig. Ja. Ich weiß nicht wirklich. Keine Ahnung. Mina will schon wieder GTA haben. Na gut, dann spielen wir noch ein bisschen GTA. So. Hoch.